Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen in der Welt von Tesla. Heute, wie man es unschwer erkennen kann, geht es um meinen Tesla und dies ist ein 2022er Model Y oder sagt man das in Deutsch Model Y? Weiß ich jetzt nicht, aber ich sage mal Model Y, so wie wir das hier in den Vereinigten Staaten halt sagen. Okay, schaut euch ihn an, das ist mein Tesla und gleich geht's los. Mal an mit dem Design. Das Design ist so eine Sache. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Anfangs habe ich das Design eigentlich auch nicht so gern gehabt. Ich habe immer gedacht, na, das ist ein Tesla, das schaut eh ein bisschen komisch aus, ein Stück Seife. Ist eh nicht so meins. Aber irgendwann habe ich das schon besser gefunden und irgendwann habe ich es dann gemocht. Und wenn man sich das anschaut, die Linien sind eigentlich ganz schön. Und sich das anschaut von hier, da gibt es eine Linie, zum Beispiel die hier, die geht hier rum und die geht dann bis hinten raus, wo es auch so Hüfte gibt. Sieht man das? Ja. Wo es auch so Hüfte gibt hier am Tesla, am Model Y. Man sieht es vielleicht besser hier in der Perspektive. Also eigentlich schon ganz elegant und auch der Schwung vom Dach, wie das runterkommt, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Eine andere Linie ist diese hier. Seht ihr die Scheibe, des Glas? Das geht herum. Ist eigentlich alles Glas hier. Geht weiter, weiter, weiter. Immer noch weiter und dreht sich um den, was man normaler sagen würde, die Haube. Wie nennt man das auf Deutsch? Frank nennt man das hier herum. So, also den zweiten Kofferraum oder die Haube, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Also eigentlich kein schlechtes Design. Finde ich eigentlich ganz nett und schaut schon recht geschmeidig aus. Auch die Linie hier geht klar mit dieser Linie in den Scheinwerfern. Man hat sich da schon was dabei gedacht, als man das Auto gezeichnet hat. Warum ist es so abgelutscht und rund? Naja, wegen der Aerodynamik. Ist eh ganz wert. Ist eh ganz logisch, wegen dem CW-Wert. Ja, ist ganz klar. So, mein Tesla hier steht etwas höher auf den Beinen. Das ist, weil ich einen Lift eingebaut habe. Und da gibt es auch ein Video dazu. Wenn ihr euch das anschauen wollt, einfach mal runterscrollen oder in die Playlist gehen. Da gibt es ein Video darüber, wie hoch der Tesla ist und was da verbaut worden ist. Deswegen schaut mein Tesla etwas höher aus als die meisten Teslas. Und das ist auch zugelassen hier bei uns in den USA. Wie das jetzt in Deutschland oder Österreich ist, das weiß ich nicht. Oder auch sonst wo in Europa. Wahrscheinlich muss man das eintragen und braucht man dann einen ganzen Haufen Papiere für und muss das Auto vorzeigen. Ja, ist ein anderes Thema. So, das ist das Design. Finde ich eigentlich ganz toll. Von der Seite ist okay. Und von hinten ist jetzt nicht meine Lieblings- Ansicht vom Auto, aber geht auch noch klar, finde ich auch, aber jetzt nicht so schlimm. So, wir schauen uns dann einmal den Kofferraum an, wo wir schon hier sind. Da ist der Knopf, das kann man natürlich auch mit dem Handy machen, öffnen, aber ich habe es jetzt mit der Hand gemacht. So, hier ist der Kofferraum eigentlich sehr, sehr geräumig und da gibt es auch Sachen, die man sonst so nicht so findet. Zum Beispiel hier gibt es ein sehr, sehr tiefes Fach, da gibt es dort ein tiefes Fach und hier drunter gibt es schon eine ganze Menge Stauraum und da drunter gibt es noch einmal Stauraum, wenn man das Ganze aufhebt. Also sehr geräumig. Warum habe ich das nicht aufgehoben und auch geöffnet? Wegen dieser Matte hier. Das ist eine Gummimatte, die mir auch kommt aus dem Superhör von Tesla, von LastFit. Und die ist super. Sehr gute Qualität. Und wenn man mal ein paar schmutzige Gummistiefel oder irgendwas hat, legt man das rein und man kann das sehr leicht abwaschen. Also auch wenn ihr euch an der Gummimatte interessiert, da gibt es auch ein Video darüber. Gut, dann gibt es ja Knöpfe, um die Rückbank umzulegen, so wie es das bei vielen Autos in der Konkurrenz auch gibt. Ansonsten gibt es ein Licht hier und ein bisschen besseres Material. Ist eigentlich gut verarbeitet und ein Kofferraum finde ich jetzt ganz, ganz schön und ist auch schon groß. Okay, eins muss man wissen, das ist ein amerikanisches Auto und die Spaltmaße sind halt nicht so perfekt, wie das jetzt bei BMW, Audi oder anderen Deutschen ist. Aber seht,
es ist hier halt nicht hundertprozentig, aber es ist auch nicht schlimm, es ist auch nicht dramatisch, ja. Aber halt nicht so perfekt wie bei anderen Autos. Und das ist ein Thema, das kommt vor allem in Europa auf. Hier in den USA, da reden die Leute nicht so sehr darüber, aber im deutschen deutschen Videos, da hört man das ja immer. Okay, dann schauen wir uns mal den Frank an. Und ich mache das diesmal mit dem Handy. Mal schauen, die Kamera das hier drauf kriegt. So, drückt mal drauf. Und schon springt er auf. Ja, so geht es. Oh, da müssen wir einfach noch aufheben. Und da habt ihr es. Sehr, sehr schön. Und auch relativ tief. Das ist der Abschlepphaken. Ja, und was sieht man hier drunter? Da ist das Fischwasser und da gibt es eine Menge Motoren und da 16 Volt Batterie drunter. Und ich habe ein Foto, jedenfalls muss ich mal rein tun ins Video, damit ihr seht, wie das ausschaut da drunter. Scheibenwischer gibt es auch, Plastik unter Dichtung und gibt es auch ein Licht hier. Und das Licht ist auch ein Knopf, wenn man sich da ihn einsperrt, kann man den Frank entriegeln. Also ja, die haben schon daran gedacht. Was ist so besonders hier dran? Naja, bei der Konkurrenz gibt es das kaum. Da gibt es kaum Stauraum in der Front vom Auto. Bei Mercedes gibt es das auf jeden Fall nicht. Und bei Volkswagen auch nicht. Da gibt es, wenn überhaupt, ein kleines Fach. Da kannst du höchstens eine Brieftasche reinlegen. Aber sonst gibt es da nichts. Also das ist schon wichtig, dass man das erwähnt, dass es den Frank gibt und auch wie groß der ist. Und ich finde den sehr gut und ich transportiere auch ab und zu Sachen drinnen. Ist übrigens ein sehr sicherer Platz hier, wenn man nichts gestohlen haben will. Weil wenn man das Auto aufbricht, weil alles eben über den Computer geht, dann kriegt man das nicht auf. Ja, gibt's keinen Knopf zum Entriegeln. Da muss man einfach aufbrechen mit der Eisenstange und das macht fast niemand. Und ja, hier gibt es sehr, sehr, sehr viele Mücken irgendwie. Das ist schon sehr nervig. Aber wir machen trotzdem weiter. Schließen, immer mit der flachen Hand. So, das war zu zaghaft. Okay, das ist das Auto, das ist der Stauraum. Wir drehen mal das Licht, schalten mal das Licht ein. Damit man sieht, wie das ausschaut, wenn man das Licht an hat. Licht an, on. Schauen wir mal. So, hinten natürlich LED. Das ist der Blinker, das ist der Rückfahrlicht. Sieht schön aus. Und dann der Front. Haben wir auch LED. Scheinwerfer und da ist das Fernlicht und das Abblendlicht und dann gibt es hier die Nebelscheinwerfer und das hier, da gibt es noch eine LED drinnen, das sind alles Reflektoren. So ist es eigentlich sehr, sehr intelligent durchdacht, so wie man das bei Tesla gemacht hat. Gibt es noch LED-Licht und das Rest sind einfach Reflektoren und von der Seite gibt es dann einen orangenen Reflektor als Sidemarker, als Seitenlicht. So, mein Modell hier hat nicht die Matrix-Scheinwerfer. Das hier sind die ganz normalen LEDs, nicht die Matrix. Die Matrix gibt es nur bei den neueren Performance-Modellen. Und meiner ist der Long Range, also nicht das Performance-Modell. Okay. Blinker an. Oder Warnblinkanlage. Gibt's hier, da gibt es einen Knopf. Wobei es sonst ja recht wenig Knöpfe gibt. Da sieht man den Blinker und da gibt es hier einen Blinker auf der Seite, da gibt es eine Kamera, da gibt es eine Kamera auch und hier ist der Blinker am Heck. Und da gibt es natürlich auch am Heck eine Kamera und auf der Seite hier auch Kameras und noch mehr Kameras da drinnen. So, drei glaube ich, ja, da gibt es noch drei Kameras. Okay, also ganze Menge Kameras, ganze Menge Licht. Ich schalte das wieder auf. Aus, nicht auf. Und ja, das Licht auch aus. Machen wir es auf automatisch. Und dann schaltet sich das aus. Gut.
Die Türgriffe, das ist auch immer ein Thema. Ich finde die sehr gut, weil die so flach sind, aerodynamisch, ist halt sehr toll. Gibt es dann Leute, die sagen, wie kommt man da rein, wie kommt man da rein? Naja, ist eigentlich ganz einfach. Immer mit dem Daumen drücken auf der dicken, auf der höheren Seite, kommt raus und ziehen. Und wenn wir das schon geöffnet haben, die Tür, werden wir hinten nochmal einsteigen. Jetzt habe ich da natürlich einen Kindersitz drinnen. Schlecht geplant, aber kriegen wir auch schon hin. So, ich steige mal ein. Ich hätte das Auto reinigen sollen, aber ist egal. Und ich sitze jetzt hinter mir selber. Meine Beine liegen auf, Füße unterm Sitz. Und ich habe eigentlich sehr viel Platz hier. Auch Kopffreiheit habe ich mehr als genug. Da sieht man das Glasdach. Das hier habe ich reingetan, dass die Sonne nicht so reindrückt. Es ist zwar sehr, sehr, sehr stark getöntes Glas, aber trotzdem, wenn man keine Haare mehr hat, dann fühlt man das schon. So, gut, ich bin 1,86 Meter, glaube ich, ein bisschen mehr. Und ich sitze hinter mir selber und meine Knie, die liegen so nicht auf. Hier stoßen sie an, aber hier stoßen sie nicht an. Also kann man schon bequem hier sitzen und Und der Boden ist auch flach. Ja. Er ist komplett flach. Kopfstützen gibt es zwei und eine in der Mitte zum Rausziehen. Dann gibt es hier einen Kleiderhaken und da gibt es ein Licht auch noch. Ja, es ist ein bequemes Auto. Sieht's mal gut. Gibt es eine Lüftung und USB-C-Anschlüsse fürs Handy. Kleines Ablagefach und ein Ablagefach in der Tür. Wie ist das Material hier hinten? Ja, das ist, wenn wir vorne sitzen, reden wir drüber. Das hier ist halt leider hartes Plastik. Aber da gibt es im Superhörhandel, kann man sich da auch was Netteres kaufen. Da gibt es ja auch Alcantara gesehen und andere Mittel, andere Materialien. Da kann man sich was Netteres kaufen, um das auszutauschen. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Jetzt gibt es die ganzen Moskitos hier im Auto schon. Sehr angenehm. Aufs Knopf, den Knopf drücken und dann kann man aussteigen. So, schließen wir die Tür. Außenansicht haben wir gemacht. Felgen. Die hier sind nicht von Tesla, die sind vom T-Sportline. Die haben wir gekauft im Zubehör. Schauen sehr gut aus. Und haben die gleiche Größe denn als die normal, mit denen das Auto ausgeliefert worden ist. Also alles Standard. Wenn ihr darüber was wissen wollt, bitte nachschauen, gibt es auch ein Video. Ja? Aber für den Winter mache ich wieder die Original-Felgen drauf mit den Originalreifen. Nur für den Sommer habe ich halt die hier mit den Sommerreifen drauf gemacht. Okay, steigen wir mal ins Auto rein. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wo fangen wir an? Fangen wir mit dem Material an. Hier gibt es halt so Alcantara, so ein Typ Alcantara Verkleidung in der Türpappe. Fühlt sich sehr gut an und sieht auch wertig aus. Das hier ist ein Plastik, aber es ist weich und ja, hört sich doof an, aber fühlt sich auch wertig an. Die Naht ist weiß. Dann ist der Knopf, es beleuchtet, um die Tür zu öffnen. Knöpfe für die Scheiben. Das hier, leider hartes Plastik.
und innen hier auch hartes Plastik. Das neuere Modell von diesem Jahr wurde aufgefrischt und da gibt es hier auch ein weicheres Material drin oder ein Teppichmaterial drin. Aber hier kann man eine Flasche reinstellen, also relativ gut ausgedacht. Lenkrad, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber das fühlt sich gut an. Das fühlt sich sehr gut an. Also da bin ich sehr zufrieden mit. Fühlt sich super an. Ansonsten haben wir hier auch die Mittelkonsole. Da gibt es auch wieder so Alcantara. Das hier ist ein graues Plastik. Ja, Plastik. Cup Holders hier. Und dann gibt es hier auch eine Kunstleder Mittelarmlehne. Das hier ist aber kein Kunstholz, das ist richtiges Holz, echtes Holz, was sehr gut ist, was mir auch sehr gut gefällt, dass das echtes Holz ist. Ja, ist halt minimalistisch hier, ist das Design von Tesla, das wollte man eben so haben, ja. Der beste Knopf ist der Knopf, der nicht vorhanden ist, oder kein Knopf ist der bessere Knopf, das haben sich wohl gedacht, irgend sowas. Dann die Linie hier ist sehr schön geschwungen. Zieht sie hinein in die Tür, finde ich schön. Und das nach dem Auffrischen während dem Modelljahr hat man auch hier das Holz in der Tür in dem neueren Baujahr. Aber sonst ist das Auto genau das gleiche. Lautsprecher gibt es überall, gibt es hier, gibt es da, gibt es hinten. Auch die Lautanlage ist sehr gut, der Bass ist sehr gut. Finde ich schön. Spiegel rahmenlos, Rundumsicht, schlecht, sieht man fast gar nichts, aber wegen den ganzen Kameras und den Sicherheitssystemen, da brauchst du es nicht, das ist schon so gut, sieht man, braucht man eigentlich fast nie hinten rausschauen. Und ich habe auch noch meine Scheiben getönt rundherum, außer die Windschutzscheibe, das ist nicht egal, und ja, habe da kein Problem mit, das ist ist eigentlich sehr gut. Ein paar Knöpfe gibt es hier doch. Da gibt es da einen Knopf. Damit kann man die Scheiben, die Wischer einschalten und natürlich der Blinker. Und da ist der Hebel, um eben das Automatikgetriebe zu betätigen. Gibt es den Rückwärtsgang N neutral, D Drive und dann das ist der der Cruise Control, you know. Und da gibt es die P, ist für die Parkbremse, ja. Und ich habe gesagt Automatikgetriebe. Das Auto hat natürlich kein Automatikgetriebe wie ein normales Auto. Und es ist übrigens Vierrad angetrieben, All-Wheel Drive. Und es hat zwei Motoren. Auf jeder Achse sitzt ein Motor. Leider ist der Himmel und die Blenden hier nicht schwarz. Das ist so ein Grau, das ich eigentlich überhaupt nicht mag. Das gefällt mir gar nicht. Das ist magnetisch. Finde ich toll, das ist gut. Und das hier ist auch magnetisch, schau mal. Ja, ist auch magnetisch und da ist drin. Das finde ich super. Sehr, sehr, sehr gute Idee. Da gibt es ein Licht. Ja, sehr gut ausgedacht. Und da gibt es auch noch eine Kamera. Und wenn ihr die Kamera nicht mögt, einfach was drüber kleben und dann ist aus damit. Ja, dann geht's nicht mehr. Das ist zum Überwachen des Innenraums, wenn das Auto irgendwo geparkt steht, hat das Auto Sentry Mode und es filmt andauernd. Ja, rundherum filmt das Auto und auch im Innenraum. So, wenn jemand das Auto einbricht oder mit seinem Auto anfährt, dann wird alles aufgenommen und man sieht den Beschädigten, der Fahrflucht begangen hat oder wer auch immer ins Auto eingebrochen ist. Super System und das sollten alle Autos haben. Das hat leider bisher nur Tesla und ich finde, alle Autos sollten das haben. Vor allem bei euch in Europa sollte man das haben. Da gibt es eine Menge Kriminalität auf den Straßen. Sagen mir die Leute, die dort leben. So. Gibt es auch hier, aber hier im Land bei uns ist es super harmlos. Ja, kann man gar nicht mithalten. Was haben wir hier? Da kann man zwei Handys laden. Finde ich eigentlich sehr gut. Das gibt es auch fast bei keinem anderen Auto. Und hier, das schaut so aus. Ich lege das Handy drauf und das fängt dann an zu laden. Ja? Also, finde ich einfach super. Das ist genial, wie man sich das ausgedacht hat.
gibt es ein paar Knöpfe hier, die kann man selber konfigurieren. Ihr habt eins fürs Radio, eins für die Abstandsregelung fürs Auto und dann die Geschwindigkeit, das scroll ich ab, auch rauf und runter. Das kann man sich selber konfigurieren, so wie man das will. Das ist, finde ich, schön. Natürlich das Handschuhfach, das kann man nur aufmachen über den Schirm hier oder wenn man sagt Open Glove Box. Und wir versuchen das einmal. Open Glove Box. Ja, da ist das Handschuhfach. Fühlt sich sehr nobel an. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Fühlt sich sehr wertig an. Schließen es wieder. Das Ablagefach hier. Hier gibt es so ein oberes Fach und dann gibt es ein unteres Fach. Und schließt sie auch. Da gibt es hier ein größeres Fach und es geht auch relativ tief rein. Und von der vom Raum ist es sehr gut. Übrigens, wenn man in einen Tesla einsteigt, das wissen die meisten Leute nicht, dann ist das Auto gleich an. Da braucht man keinen Schlüssel oder kein Button drücken. Das Auto ist jetzt schon an. You know? Jetzt steige ich auf die Bremse und dann können wir losfahren. Und auch die Temperatur, die hat sich jetzt schon wieder eingeriegelt auf 70 Grad, hier 70 Grad Fahrenheit. Sobald ich im Auto saß, wusste das Auto, da sitzt jemand drin. Hat meinen Sitz eingeschaltet, das Lenkrad beheizt und hat die Kabine beheizt auf 70 Grad. Das ist echt, ist ein Wahnsinn, das ist so gut. Und so komfortabel im Winter auch. Wo wir schon dabei sind, schauen wir uns mal die Heizung an. Wie stellt man die Heizung an? Wie geht denn das? Du drückst einfach hier drauf, die 70, und da haben wir es. Da sind die beheizbaren Sitze, kann man auf Auto stellen oder kann man automatisch manuell einstellen. Lenkradbeheizung, Scheibenwischerbeheizung. Da sieht man, wo die Luft gerade rauskommt. Das kann man so einstellen mit dem Finger. Schau mal. Ja, rauf und runter und kann man auch seitlich verschieben und auf beiden Seiten natürlich. Klimaanlage, man kann sich das programmieren, wenn man sich das einschalten soll, bevor man zur Arbeit fährt oder nach Haus fährt. Keep, dann bleibt die Temperatur, wenn man Keep drückt, dann bleibt die Temperatur an für, ich glaube, 2 Stunden oder bis die Batterie auf 20% ist. Und Dog ist, wenn man einen Hund hat, dann schaut man die Dog Mode ein und das Auto bleibt auf einer angenehmen Temperatur, gekühlt im Sommer, geheizt im Winter, und auf dem Schirm steht, dass man einen Hund hat und dass das Herrchen gleich wiederkommt. Oder Camp Mode ist, wenn man im Auto schläft. Wir schauen mal Dog Mode an. Dog Mode geht aber nur, wenn man aussteigt und dann wieder einsteigt. Ja, das kann ich jetzt nicht zeigen. Ich mag eigentlich jetzt nicht ausstehen, gibt so viele Mücken hier, das ist echt ein Wahnsinn. Da gibt es einen speziellen Filter, der die Gerüche ausfiltert. Das ist der hier, der Biohazard Filter. Dann ist er an. Und jetzt reinigt sich die Luft im Auto. Und dann werden die Gerüche ausgefiltert. Und es kommen keine neuen Gerüche von draußen rein. Hört sich jetzt vielleicht lächerlich an. Aber das braucht man sehr oft im asiatischen Raum, vor allem in China und in der Gegend, in Gegenden, da brauchen die Leute das sehr oft wegen dem Smog, und Tesla ist auch sehr beliebt wegen der Funktion in diesen Ländern und auch anderen Ländern, wo die Luft halt sehr verschmutzt ist. Das gleiche gibt es für die Rückbank, kann man auch die Sitze anmachen, Sitzheizung 1, 2, 3, stufig. Lässt sich per Stufe regeln. Eigentlich sehr, sehr angenehm. Wir gehen jetzt nicht über alles hier, weil hier gibt es so viele Spielereien. Man kann hier Karaoke singen. Das Auto hat eine eingebaute Dashcam. Man hat Musiksender, die man sich aussuchen kann. Das hier zeigt ja an, wie viel Energie man verbraucht und wo die hingeht. Ja, Driving, Climate, Batterie. Höhenunterschied. Da gibt es echt so viel, dass man jetzt nicht alles sich anschauen kann. Ja? Man kann auch am Browser und kann ins Internet gehen, kann im Internet surfen. Da gibt es ein paar Knöpfe für die dies wollen, für die Heizung, fürs Lenkrad, Sitze, Wischer, Defrost, vorne, hinten.
Man hat Spiele hier drin, Spielkonsole, ja. Da kann man Autobuggy fahren. Da gibt es so viel, das ist echt schon wahnsinnig, was es hier gibt. Das System hier ist von Google und schau, es ist sehr, sehr, sehr gut, bewegt sich sehr gut. Da kann man sich nicht beschweren. Telefon gibt es natürlich auch, es ist Standard heute. Da seht ihr das Auto, kann man öffnen, den Trunk und den Frunk. Die Türen sperren, man kann das auch drehen, das ist zum Spaß hier. Ja. Kann sich rumdrehen, tun was man will. Hier gibt es ein paar Funktionen, eine Menge Funktionen. Was haben wir hier? Hier kann man auch die Handschuhfach aufmachen, das Licht hat man hier drinnen. Da ist die Spiegelverstellung, die ist relativ kompliziert. Seht ihr, da gibt es keinen Knöpfel. Drückt man hier drauf. Und jetzt sieht man rechts, links. Und jetzt kann man mit dem Rad hier den Spiegel verstellen. Also relativ kompliziert. Genauso mit dem Lenkrad. Das ist die Dashcam und die Alarmanlage, was es eben halt aufnimmt. Wenn ihr ein Video über die Alarmanlage sehen wollt, schaut es in meiner Playlist, da gibt es auch eins darüber. Pedals and Steering, die Beschleunigung Chill oder Standard und dann ja das Lenkradgefühl und gibt es halt eine Menge Einstellungen hier. Charging, wenn das Auto laden soll, Autopilot ist in hier und dann wie das Auto sich zusperren soll. Das übrigens eine sehr gute Sache ist, dass das Auto die Walkaway Door Lock, wenn man jetzt sich vom Auto entfernt über das Bluetooth, das Auto das Bluetooth nicht erkennt, dann sperrt sich das Auto ab und die Scheiben gehen hoch. So, Batterie die dritte war schon wieder aus. Reicht mir es aber schon so langsam. Okay, eben wie gesagt, das mit dem Software-Update ist cool. Gibt es bei anderen Premium-Autos eben nicht. Das gibt es bei Tesla und das macht das Tesla sehr wertvoll. Komfort ist eine andere Sache, die ich nicht so mag. Das Auto liegt sehr, sehr gut auf der Straße. Liegt wie ein Brett auf der Straße. Die Fahreigenschaften sind super für ein Auto dieser Klasse. Auch sogar höher gelegt. Aber man spürt aber schon jedes Loch, das ist schon, jede Bodenwelle spürt man. Also finde ich für ein Familienauto nicht gut, nein. Das muss Tesla ändern. Ich glaube beim nächsten der Modellauffrischung, da wird es auch Luftfahrwerk geben, wie beim Model X. Ja, glaube ich, bin mir fast überzeugt, dass es das kommen wird. Also ja, Fahrkomfort nicht so toll. Ansonsten, ja, gutes Auto, kann ich euch empfehlen. Batterie ist immer ein großes Thema. Naja, die Batterien, Tesla gibt es ja schon seit 2008, glaube ich, und die Batterien, die gehen eigentlich fast nie kaputt. Ja, und wenn man eine neue kaufen muss, klar, das ist teuer, aber es ist auch nicht so teuer, wie immer gesagt wird. Außerdem, man hat hier in den USA, gibt es eine Garantie auf der Batterie und ich glaube, das ist 8 Jahre und 120.000 Meilen. Und wenn die Batterie unter, nagelt mir jetzt nicht fest, ich glaube 70% ist, dann gibt es eine neue Batterie auf Garantie. Also, wenn ihr einen gebrauchten Tesla kauft, immer nachschauen, was die Batterie sagt, ja, wo der Wert liegt. Ist die Batterie der Wert zu tief? Sofort auf Garantie austauschen lassen und habt ihr eine nagelneue Batterie. Ansonsten kann nicht viel kaputt gehen in einem Tesla. Da gibt es auch nicht viel Teures, was kaputt gehen kann. Da gibt es zwei Elektromotoren. Die sind aber noch so lange nicht so teuer wie ein Motor in einem Auto. Außerdem gibt es da keine bewegenden Teile. Da gibt es ein paar bewegende Teile, aber bei weitem nicht so viele wie im normalen Auto. Also da gibt es eigentlich die ganze Sorge, dass das so teuer wird, ist unberechtigt. Kann man auch andere Meinungen haben, das ist auch klar. Ihr wisst ja, dass ich auch meine Benziner sehr liebe und schätze und die würde ich auch nie verkaufen. Also ich mag beides. Ja, ich mag nur nicht, wenn man irgendwelchen Theorien glaubt, die eigentlich nicht wahr sind. Gut, wir haben das abgehakt. Tesla ist gut. Fahren wir eine Runde. Und da gibt es ab nach Hause. Anschnallen. So. Wie fährt man mit dem Tesla? Erst einmal Fuß auf die Bremse. Da schaltet sich alles ein. Testet die Funktionen. Auf Drive gehen.
Einmal ganz runter, D, da haben wir es. Und jetzt ist das Auto auf Hold. Das macht es immer, so wie eine Handbremse, die automatisch geht. Und was ich jetzt machen muss, einfach nur Fuß aufs Gas und los geht's. Und da sieht man das Auto und da sieht man nämlich auch, dass das Bremslicht gerade eingeschaltet ist. Und schaut mal, wenn man sich bewegt, ist das Bremslicht aus. Ja? Wenn man, sobald man vom Gas geht, dann regeneriert das Auto Energie und jetzt bremse ich dann ab und schaut, da schaut man, sieht man auch Bremslicht. So, dann fährt sich das Auto. Und das hier ist das Long Range Modell. Nicht der Performance, aber trotzdem ist die Beschleunigung unter 5 Sekunden und das fühlt sich aber schon sehr, sehr schnell an, fühlt sich viel schneller an. Ich glaube, die haben das mal getestet, es waren 4,6 Sekunden sogar beim normalen Modell und das ist ein Wahnsinn, das Drehmoment ist einfach, ja, das begeistert. Begeistert anders als Motorensound, das ist eine andere Begeisterung. Das hier begeistert einfach nur, weil er dann einfach so schnell weiterkommt. Okay, Blinker an. Stoppschild, da kommt niemand und here we go, los geht's. Seht ihr, es geht ganz schön ab. Geht ganz schön ab. Wenn man auch einmal aufs Gas tritt, da spürt man auch schon, wird man schon ein bisschen in den Sitz gedrückt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt auf der Kamera, aber das ist schon ein Wahnsinn. Das spürt man sofort. Also sowas, so eine Beschleunigung gab es früher nur bei Sportwagen, bei exotischen Sportwagen, bei anderen gab es das nie. Also, fährt sich echt super das Auto und ja, verschiebt sich ein paar Sachen hinten im Auto. Kann man schon schnell unterwegs sein. Und die Straßenlage ist extremst sicher. Fühlt man sich sehr wohl und fühlt sich auch sehr sicher im Auto. So, wenn das Auto Energie verbraucht, gibt es den Balken schwarz. Wenn es Energie, Energie macht, die Batterie auffüllt, ist er grün. Ich muss jetzt wieder raus hier, deswegen fahren wir etwas langsamer. Außerdem soll es ja auch kein Strafzettel geben. So. Fahren wir hier raus. Und dann cruisen wir noch einmal auf der Autobahn und ich zeige euch noch mal, wie das ausschaut und dann wären wir auch am Ende des Videos. Das war Model Y, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte, bitte abonnieren und einen Daumen hoch geben. Das macht mir Freude und außerdem hilft es auch meinem Kanal. Bitte nicht vergessen und bitte einschalten, wenn es das nächste Video gibt. Das nächste Video auf Deutsch oder auf Englisch, so wie ihr es wollt. Jetzt habe ich da die Linie überschritten und da hat das Auto sofort aufgeschrien. Macht es halt ein bisschen zu sehr und zu oft. Aber genug. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß gehabt mit dem Video und ich wünsche einen schönen Abend. Bis bald.